Cuphead and his Pellbug men, they like to roll the dice. By chance they came upon Devil's Game, and gosh, they paid the price. Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zu unserem neuesten Projekt. Und zwar Cuphead. Yeah, Cuphead. Weil, warum nicht? Ja, weil ich habe ihn dann dazu ermutigt, dieses Spiel sich mal zu holen und auch mal selber zu spielen. Weil ich kenne Cuphead natürlich. Ich hatte es zwar selber nie gespielt, aber ich kannte es. Und es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, als es endlich auf die Switch gekommen ist. Und jetzt werden wir mal sagen, spielen wir mal. Ja, soll sehr schwer sein, das Spiel. Es ist sehr schwer. Okay. Start. Ich habe nur so einmal kurz die erste Level einmal so angetestet und ja. Deswegen, weiß ich nicht. Weiß ich schon so ein bisschen, was hier los ist. Erstmal. Ja. M-Master ist will ihn hier spielen. Ja, und du spielst Cuphead. Ja. Und ich Mugman. Aber kommen wir nun erstmal zur Story. Ja. Die uns der liebliche Daniel LP nun vorlesen wird. Ja. War ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht. Habe mich irgendwie überrascht, was es in diesem Spiel geht. Das habe ich jetzt nicht so irgendwie kommen gesehen. Cuphead, don't deal with the devil. Ja. Es war einmal ein magischer Ort, die Tintenfassinsel genannt. Dort lebten zwei Brüder, Tassilo und Potkopp. Sie führten ein sorgenfreies Leben unter den wachsamen Aufsicht des weisen Opa Kessel. By the way, die heißen Cuphead und Mugman. Ja. Eines Tages streiften die beiden Jungen weit von zu Hause entfernt umher. Sie landeten trotz der vielen Warnungen von Opa Kessel in einen Armviertel und betraten das Teufelscasino. Dahin hatten sie schon kurz darauf eine Glückssträhne am Würfeltisch. Mein lieber Scholli, rief nachher der schmierige Manager des Casinos, König Würfel, die beiden können einfach nicht verlieren. Alter, lauf, Jungs, lachte da ein Neuankömmling. Den Brüdern verschlag es den Atem. Schlug es den Atem. Ah, es war der Casino-Besitzer, der Teufel höchstpersönlich. Wollen wir den Einsatz erhöhen? Schlug er mit einem breiten Grinsen vor. Wenn ihr noch einmal gewinnt, kriegt ihr die Bank, dröhnte der Teufel. Aber wenn ihr verliert, bekomme ich eure Seelen. Einverstanden? Geblendet von der Aussicht auf leicht verdientes Geld, nickte Tassilo und nahm sich die Würfel. Nein, Tassilo nicht, schrie Potkopp auf, weil er die Gefahr erkannte. Aber es war zu spät. Einser verschlachte der Teufel stampfend auf. Ja, verloren. Die Brüder zitterten vor Angst, als er sich über sie beugte. Nun zu euren Seelen. Und nee. Die Brüder flehten um ihr Leben. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, dich zu bezahlen, stammelte Potkopp. Ja, bitte, Mister, fügte Tassilo hinzu. Möglicherweise. Kicherte der Teufel und zog ein Blatt Papier vor. Hier ist eine Liste meiner flüchtigen Schuldner. Besorgt mir ihre Seelen, dann begnade ich euch zwei Tässchen vielleicht. Macht euch auf die Socken! Brüllte der Teufel und spieß die Jungs raus. Ihr habt bis morgen um Mitternachtszeit die Seelen zu besorgen. Ansonsten hole ich mir eure. Tassilo und Potkopp hatten schreckliche Angst und rannten so schnell sie konnten davon. Komm schon, Potti, keuchte Tassilo. Wir müssen Opa Kessel finden. Er wird wissen, was hier zu tun ist. Ja. Ja, deswegen, liebe Freunde, lasst euch auf keinen Deal mit dem Teufel ein. Ihr werdet sowieso verlieren. Boom. Boom. And here I am. Da habt ihr Jungs euch ja einen schönen Schlamassel eingebrockt. Ich weiß, dass ihr kein Diener des Teufels werden wollt. Aber wenn ihr ablehnt, weiß ich nicht, was mit euch geschehen wird. Ihr müsst erstmal mitspielen. Besorgt die Verträge. Und macht euch auf die echte Drecksarbeit gefasst. Eure Schuldnerfreunde werden euch nicht gerade wohlgesonnen sein. Wahrscheinlich verbannen sie sich sogar in schreckliche Bestien. Nehmt diesen Trank, damit sie euch nicht erledigen. Er verleiht euch außergewöhnliche Zauberkräfte. Oh, Zauberkräfte? Jetzt geht er an meinen Schreibtisch und benutzt das mystische Tintenfass. Macht euch auf eine Rauferei gefasst. Ja gut, sollen wir uns auf eine Rauferei gefasst machen? Ja, aber machen wir erstmal die Einführung. Ja. Weil das ist so ein Tutorial, Steuerung und so. Ja, ich weiß. Und ja,
Cuphead soll viele Aggressionen auslösen bei einigen Spielern. Ganz richtig, hat es bei mir auch schon getan. Und ja. Oh. Ah, die Steuerung ist noch. Okay. Bei mir ist die Steuerung etwas anders, weil ich schieße mit Y und sprinte mit X. Ja, das ist die normale Steuerung. Ich habe das umgestellt, weil ich fand das irgendwie. Achso, du hast die Steuerung umgestellt. Ja, das mache ich auch beim Mega Man immer. Wenn du dashen kannst, mache ich immer auf die Schultertasten. Und ja. Ja. Ja, siehst du, wir können unsere Freunde auch wiederbeleben, wenn wir sterben. Ja. Wir abschließen. Boah. Piu! Piu! Und ja, wie nennt man das? Plattformer? Plattform-Shooter, irgendwie sowas? Ich glaube, Run and Gun, glaube ich. Run and Gun, ja. Und ja, und das auf höchstem Maße. Auf höchstem Maße, tatsächlich. Na gut, okay, wollen wir dann mal losziehen und uns ein paar Verträge holen? Ja. Ich habe gemerkt, du hast auch jetzt 3 AP. Vorhin, als du aufgetaucht bist, hast du einen. Ja, ich weiß. Mal los. Boah. Und wir haben beide je eine Münze. Ah, ja, aus dem Tutorial. Ja, genau. Hallo Leute, ihr sitzt in der Patsche, was? Ich war früher genauso. Hab mir immer Ärger aufgeheißt. Bin gerannt, gesprungen, hab geballert. Aber inzwischen gehe ich lieber einfach mal ins Kino. Aber ich werde euch helfen und das hier. 3 Münzen erhalten! Ja. Die können wir schon ausgeben. Für Zeugs hier. Ja. Machen wir mal direkt. Dann gehen wir mal direkt in den Laden. Jetzt haben wir Halle zu dem Freund. Willkommen. So. Was hole ich mir denn? Ich denke, ich hole mir das hier. Kein Ziel erforderlich. Hohe Fläche mehr. Normal Schaden. Rückwärts ziehen. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich nehme. Was hast du jetzt genommen? Ja, das hier. Kurze Reichweite hatte uns sehr hoher Schaden, wenn du an deinem Ziel bleibst. Ich nehme das hier. Sprinten. Okay. Goodbye. Oh, goodbye. Also wenn ich jetzt sprinte, bin ich unbesiegbar oder was? Bist du kurz unsichtbar und erleidest keinen Schaden. Ah. Um Einkäufe zu benutzen, muss man sie ausrüsten. Seht auf eure Ausrüstungskarten nach, ihr Penner. Ihr Penner. Ja, ja. So, ich habe jetzt nämlich noch einen zweiten Schuss. Du hast nur einen, ich habe 2. Ja. Hey, aber ich habe kein Amulett. Gut, dann gehen wir mal in die erste Level. Also sollen wir erst ein Run-and-Gun-Level machen? Ja. Okay, machen wir Waldtollerei. Sprinten und Ballern. Run-and-Gun. Ich finde Sprinten und Ballern hört sich geil an. Run-and-Gun hört sich bei mir einfach so richtiger an. Ich weiß nicht wieso. Ja. Also was ich von dem Spiel weiß, ist ja diese Level und was wir gleich machen werden. Ja. Und weiß nicht. Ah ja, falls ich jetzt noch nicht gesagt habe, dieses Spiel ist einfach in diesem Zeichenstil der 30er Jahre eingesetzt. Wer es nicht kennt, ich auch. Es sieht wirklich optisch super aus. Ja, ist sehr charmant, finde ich. Das ist wirklich sehr charmant. Au! Aber auch sehr schwer. Na klar, es ist das Dark Souls. Immer wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, so Videos im Internet sehe, so Rage Compilation, dann ist Cuphead auch manchmal dabei. Cuphead ist eigentlich immer dabei. Cuphead gehört einfach dazu. So, aber... No! Hilf mir! Ich bin tot! Was muss ich denn machen? Du musst mich abklatschen und parieren. Ja, du weißt, wie parieren funktioniert? Ja, ich glaube, ich schaffe das aber auch nicht mit einem Herz. Oh, but I'm dead. Kommst du gar nicht mehr wieder jetzt? Nein, ich bin tot. Ah, muss ich das hier allein machen? Ja klar, muss ich das allein machen. Ich hab fast das ganze Spiel alleine durchgespielt. Aber nur fast. Oh. Ja, hab ich auch gesehen, ich bin unsichtbar. Ja. So, das werdet ihr jetzt ein bisschen öfter sehen wahrscheinlich. Ne? Ja. Und beginnen. Wenn wir verlieren, also Game Over gehen, also müssen tot wir, sind. Ja, müssen wir wieder von vorne anfangen, weil in diesem Spiel gibt es keine Checkpoints. Ja. Warum denn auch? Sonst wäre das ja ganz viel zu einfach. Da hat sich Studio MDH, so heißen die, glaube ich, der hat sicher was dabei gedacht. Aber wir sind ja zu zweit, also. Ja, wir sind zu zweit. Also würde ich sagen, dass es würde jetzt ein bisschen leichter sein, als wenn ich das alleine spielen würde. Gehen wir lieber einen Schritt zurück. Zack. Mip. Oh Gott. Also ich muss sozusagen doppelt Sprung auf dich machen, um dich wieder zu beleben.
Ja, du musst mich du musst mich parieren. Ja, ich weiß, so heißt halt aber. Ja. Ah, läuft jetzt viel besser. Ja, ja, wenn ich... Boah, also. Nein! Nein, ich wurde getroffen. Wie kann das wagen? Wir gehen auf dich los. Gut. Das finde ich geil. Oh mein Gott. Ja, dein Dings hat macht nicht so viel Schaden, ne, weil es so eine Streuung hat, glaube ich. Ja, mal, ja, mal. Oh, schnell beleg mich wieder. Aua. Oh, dafür gibt es sogar ein Achievement. Oh Gott. Oh. War schon wieder tot? Ja, ich habe nur ein Herz gehabt. Oha. Ich glaube, jetzt ist gleich so das Ende. Ja, da hinten ist das Ende. Aber sammeln wir noch alle wunderbaren Coins ein. Wenn du vorher zum lieblichen Ende gehst. Ich glaube, da ist es schon. Da ist es. Okay, sehr gut. Bravo! Bravo! Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben das erste Level überlebt. Ja. Wie auch immer das möglich ist. Dann ja, bist du. Ja, gut. Rote. Dürfte ein B sein. Hey. Ein brandneuer Rekord. Und damit haben wir weitere 5 Münzen bekommen, die wir jetzt im Shop ausgeben können. Yeah! Ja. Kapit! Gleich mal einkaufen. Einkaufen! Ja, mir macht das Bock, das Spiel. Also, ja. Von dem, was ich bisher jetzt nur gesehen habe. Ich nehme den Kreisel. So, man kann aber nur eins von den Dingen immer... Man kann immer nur ein Ausrüstungsgegenstand und einen zusätzlichen Schuss mit tragen. Wo sehe ich denn, was hier eine Waffe ist und was nicht? Das hier. Das, diese großen Flaschen, das sind Waffen. Die anderen sind Ausrüstungsgegenstände. Und du hast... Ich habe mir den Kreisel geholt. Das ist bei dir ganz rechts. Das ist der hier. Dann nehme ich mal das hier, um zu gucken. Du musst den hohe Reichweite und weniger Schaden. Kein Ziehen erforderlich. Ja, also er hat... Kann man da auch wechseln, mitten in der Level? Mitten im Level nicht. Das muss man vorher ausrüsten. Okay. Schwierig, ne? Egal. Dann nimmst du den. Wir waren wir werden im Laufe der Zeit alle Sachen kaufen können, ne? Ja, sicher. Es gibt insgesamt 40 Münzen in diesem Spiel. Okay. Okay, ich möchte gerne diese Waffe wechseln mit der hier. Ja, das ist so, auch so ziemlich meine Standardausrüstung hier. Ja, ich bin einsatzbereit. So, dann gehen wir mal hier hin. Okay, machen wir einen Boss. Ja. Und zwar die Wurzelmeute in Botanic Panic. Ja, auf normal natürlich. Na klar, wie es sich gehört, weil sonst bekommen wir keinen Vertrag. Ah. Und die müssen wir erholen. Mhm. Weil der Teufel uns hat gesagt. Ja. Ja. Ich war verwechselt. You're out! Das war nicht mal meine normalen, weil die grünen die normalen. Nein, die blaue. Ja, mit L kann man wechseln. Ja. Ich würde weggehen. Ja, ich habe aber auch schon gespielt. Ja. Oh, die Züge ist traurig. Oh, ich kann gar nicht an dem vorbei. Nein! Ich wollte parieren. So, nimm das Zwiebel. Oh Gott, ich dachte erst. Eine Attacke. Joa. Lass dich doch nicht einfach so sterben. Das ist aber nur noch ein Herz. Ja. Komm, den schnappen wir uns. Come on. Schau einfach hier ins Gesicht. Knockout. Boom. Oh. Yeah. Knockout. Boom. Okay, komm, das war jetzt der erste Boss. Ja. War ja nix. 1 Minute 19, TP-Bonus 0, 3, 3. Es gibt wieder ein B. Ja. Ein brandneuer Rekord. Ja, schon auch Cuphead und Mugman. Cuphead. Wow.
Okay, was machen wir jetzt? Aber erstmal, wir haben hier einen Seelenvertrag. Die wo zum heute Seelenvertrag erhalten. Nice. Ich habe da oben irgendwie was gesehen, aber das habe ich noch nicht nach. Achso, meinst du das hier? Das ja. ist ein Boss. Das ist ein Boss? Ja. Okay. Guppy Le Grande in türkischer Schleim. Sollen wir den machen? Ja, mach mal. Okay. So, ab jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was mich zukommt. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich 10 Millionen Mal, pass auf. Keine Sorge, ich bin da, um dich wieder zu beleben. Ja. Hallöchen. Na? It's on! Okay. Oh, nimm das. Oh Gott. Wurde da. Ja, super, danke. Ne. Ja, genau da zurückgeflogen, ey. Wow. Nein. Der fette Typ, der. Vorsicht, Boxhandschuh. Ja, besser. Er hat dich gehauen. Aua. Wie wurdest du denn da nicht getroffen, ey? Ich hab mich geduckt. Ach ja, geht ja auch noch. Yeah, wir haben es geschafft. Noch nicht. Also schon nicht? Nein. Nein, es kann nur nicht das Knockout. Oh, ey, weil erst wenn das Knockout kommt, dann haben wir gewonnen. Oh, I'm dead. Thank you. Sieht voll gruselig aus in der Zeit. Oh. Nein. Ey, komm, bist du noch nicht lange genug Zeit? Boah, ich treffe den nie damit. Oh. Alter. Mann, Knockout! Oh. Yay. 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 Wir haben gesiegt. Wir sind geflogen und wir haben gesiegt. Ja, toll, wie die hier so voll am Lachen sind und wenn wir am Schießen sind, voll so. Okay, by the way, wieder B. No. Weil wir irgendwie keinen TP-Boost bekommen. Ich weiß nicht warum. Warum kriegen wir keinen TP-Boost zu? Ich nehme an, keinen Schaden nehmen oder so. Ja. Puppet! Okay. Hey, Guppy Le Grande, Seelenvertrag. Nice. Was machen wir jetzt? Geh mal nach oben. Oder? Oh ne, das ist nicht. Das sieht doch freundlich aus. Wie bitte? Ihr wollt euch mal mit dem Flugzeug fliegen? Ha! Kommt erst ins Cockpit, wenn ihr diese Baupläne studiert habt. Ach ja, genau, so das gibt's ja auch noch. Der Flugzeugbauplan. Machen wir das auch noch. Ja, haben noch genug Zeit. 18 Minuten haben wir erst. Ich glaube nicht, dass das Spiel so lange dauern wird. Also. Parieren. Okay. Ein kleiner Schmerz werden Ausbrüche mit Minikugel. Warum sollte man das machen wollen? Ja, damit man besser ausweichen kann. Aber weniger Schaden, nehme ich ja mal an, ne? Das passiert, wenn du volle Karten hast. Piu! Ja, komm, versuch's mal. Sammeln mal eben 5 Karten. Dann A. Ja. So kannst du einfach auf den Gegner zufliegen. Boom! Okay. Das sieht cool aus, ne? Okay. 2 Atombomben. Boom! Okay. Weiter. Ich glaube, wir wissen alle, worauf das hinausläuft. Ja. Es gibt auch fliegende Bosse. Ja. Okay, das haben wir. Nicht machen wir. Machen wir weiter. Ah, am Himmel. Mit Hilda Berg. Der Boss steht übrigens da immer oben. Schon wieder ein Boss? Ja, wow. Das ist ein Boss. So viele Bosse. Hier gibt es wirklich viele Bosse. Hallo. You're out.
Ja. Ja. Was zum Teufel? Ja. So ein Stier. Das ist ein Schafstier. Ja. Dann gehst du zurück hier. Boom! Ah, ich bin tot. Nein, bist du nicht. Ich stehe wieder auf, Cuphead, mein Bruder. Immer spielen wir Brüder ein. Ja. Ich bin irgendwie. Ne, warte halt, Yoshi ist. Aua, sind keine Brüder. Ja, nein, jetzt bist du down. Das muss ich alleine weitermachen. Oh Mann. Ja, viel Spaß. Oh nein. Das ist ehrlich. Ein Typ mit einem Pfeil auf einer Wolke. Es gibt nur einen Weg, diesen Angriff zu kontern. Ja. Scheiße. Muss man nur sterben. ja. Ich wollte mich eigentlich in eine Bombe verwandeln. Here goes! So, die waren ein bisschen professionell. Ja, wie schon, wie die uns anlacht, ey. Die gefällt mir gar nicht, ne? Davon kriegst du auch eine Karte, wenn wir diese ja abwehrst. Ja, wenn wir die pinken Kugeln abwehren, dann kriegen wir eine Karte, wenn wir die erfolgreich parieren. Also, ich bin da. Au! Nimm das! Boom! Gibt viel zu viel ab auf dem Bildschirm. Ja. Boom! Oh shit. Ja, ich hab die Kugel. So ausgeglichen wird. Was? Nein! Da stand ein Feind im Weg. Nein! Mond, aua. Holy shit. Boom. Aua. Nein. Thank you, man. Oh, diese blöden Ufos. Stehe wieder auf. Oh, no, nein. Oh, diese blöden Ufos. Nein, jetzt bist du weg. Nein, scheiße. Wieso? Oh, oh. Oh Mann! Guck dir an! Ja. Der war so da dran! Na gut, so. Gut nochmal. And begin! Oh Mann! Scheiße. Aber ich hab Spaß mit dem Spiel. Vor allen Dingen zu zweit. Ja, mir macht's auch Spaß. Können wir uns zusammen aufregen? Nein! Oh! Puh. I'm alive! Oh, I'm alive? Oh, oh, I'm still alive! Oh, ich hab 5. Boom! Nein! Revenge! Aua. Er läuft ein bisschen schlechter als beim letzten Mal, ich so gefühlt. Hab ich auch so gefühlt, weil wir haben nur ein HP und. Oh nein. Hör auf zu singen! Denn das ist hier verboten! Ja, oh, Dreck. Also, ich werde dich. Nein! Nein! Ah. Nein, dann ihr wollt ah. Scheiße! Ah, Mist! Ja, das ist schon in dem Mond verwandelt in dem Bild. Ja. Ich bin voll nah dran. Ja, erstmal hier, it's on. Boah, ich will mal mit B ausweichen, ey. Okay. Das läuft nicht gut. Ab jetzt schon.
Und au! Ja, ja. Moment, ich hab 5. Boom! Hab ich klein gemacht. Ich hab auch klein gemacht. Hast du den gesehen? Du hast 5. Oh Gott, ich wurde beinahe getroffen. Nein, ich hab da blöde. Ich hab da blöde Haha getroffen. Oh Scheiße, ich wurde von dem Hahaha getroffen. Was ist das denn? Was ist das? Oh fuck! Das ist der große Wagen, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne mich nicht aus mit Sternzeichen. Boah. Ja. Ich weiß, was mein. Ich weiß, was meins ist. Ja, ich weiß, wie der große Wagen aussieht, aber der glaube ich nicht. Von Fist of the North Star. Oh! Von Fist of the North Star? Ich bin tot. Oh mein Gott. Oh, Schindel. Lässt mich einfach wegfliegen, ey. Ich hab dich nicht gesehen! Ich geh da mal. Ich hab dich nicht gesehen! Oh shit. Hm? Ah, das habe ich noch nicht treffen müssen. Das ist doch einzige, was. Ja, das ist doch der einfachste der Welt. Wir müssen diese Rufus erledigen. Ja. Nein! Ja. Verdammt, zurück! Ein Stern kam direkt daneben. Ja, die Ofus. Oh Mann! Noch 2 Sekunden mehr und es wäre dann ein Knockout gewesen. Here goes! Ja, jetzt aber komm. Komm jetzt aber. Wir können uns doch nicht so lange an dem Boss aufhalten. Nee. Und das ist doch irgendwie für unsere Verhältnisse auch schon peinlich. Boah, hast du den gesehen? Au. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boom. In die Fresse. Ja, aber jetzt läuft das doch, ja. Ja, jetzt läuft das. War ja auch nicht getroffen, aber doch, du wurdest einmal getroffen. Ich wurde zweimal getroffen. Jetzt wurde ich auch noch. Ich wurde schon zweimal getroffen. Jetzt wurde ich zweimal getroffen. Nein, jetzt bin ich tot. Nein. Nein. Jetzt darfst du dich nur nicht treffen lassen. Kein Ding. Was ist denn Welt? Oh Gott. Wurde ich da nicht getroffen? Da geht nichts. Nö. Ah, fast. Na komm, du schaffst es noch nie. Oh. Oh, 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 oh. Komm, du schaffst es, ich habe Vertrauen in dich. Die UFOs, die gehen gar nicht kaputt. Ja, deswegen. Das ist doch der Witz dabei. Ah. No. Ja, das müssen wir aber langsam mal schaffen. Wir sind schon. Okay, letzter Versuch. Now go! Ja, los, jetzt aber. Aua. Nee. Okay, dann können wir nochmal neu starten. Ja, aber. So, jetzt aber. Oder vielleicht auch nicht. Okay, you're out. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das müssen wir doch jetzt mal schaffen, ey. Ja, jetzt schon. Oh, ein bisschen Aua. Ein bisschen Training. Aua. Ein bisschen sterben, ich bin tot. Danke. Nein, nein, du lebst wieder. Ich lass dich doch nicht einfach so sterben. Ja, du bist auf uns zu chargen, ich charge auf dich los. Oh ja, Zwillinge. Sternzeichen, ja. Sagen wir mal, was für Angriffe kommen. Ja. Okay.
höchste Konzentration. Aua! Ja, wem ich das sage. Bahnfrei! Bahnfrei! Wir gehen in die Fresse. Nein! Bahnfrei! Ich bleib hier hinten anscheinend irgendwie. Nein! Hilf mir! Ah. Oh, dieser Pisser! Nein! Komm, du musst es jetzt schaffen! Verreck! Verreck! Ja. Knockout! Oh. Alter, du hast es geschafft! Ich hab dich wohl noch von dem UFO gerade getroffen, ey. Oh, du hast mich gerecht. Okay. Das war ein guter Anfang. Schon wieder ein B. Ein brandneuer Rekord. Yeah, das war ein guter Auftakt und im nächsten Part geht's weiter mit Bossen auf die Fresse hauen. Ja. Oder wir bekommen auf die Fresse. Ja, das kann auch passen. Kapett! Yeah, wir haben Seelenvertrag von Hilderberg bekommen. Geil. Jetzt stehe ich mir jetzt in die Hosentasche. Ja. Tja, das war's dann für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Kapett! Ciao, ciao! Ciao! Fraught with dread, and if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads.